Ein Masterstudiengang, der grundlegende Managementkompetenz vermittelt, und zwar für alle, die vorher etwas anderes studiert haben, ja, das ist möglich, und zwar mit dem Master in General Management der Universität Wittenherdecke. Was macht den Studiengang so besonders? Dafür reicht ein kleines Video nicht, aber ich nenne drei Punkte. Erster Punkt, worum geht es? Vor allem um die Erweiterung beruflicher Optionen. Wenn Sie bisher Geistes- oder Sozialwissenschaften studieren oder einen Abschluss im Bereich Naturwissenschaften, Recht oder Gesundheitswissenschaften haben, dann können Sie sich mit diesem Master neue berufliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Managementwissen und Managementkompetenzen sind so praktisch und vielseitig nützlich. Wir kümmern uns um die Organisation von Arbeit in Projekten, um die Zusammenarbeit in Teams, um Innovation und Bestand, um Veränderung und um die Bewältigung von Konflikten, um strategische Fragen und um operative Umsetzung. Und all das gibt es in jeder Branche und in allen Organisationen. Das große Partner- und Unternehmensnetzwerk der Universität Wittenherdecke kann ein Ausgangspunkt für den Start in die nächste Karrierephase sein. Zweiter Punkt, wie läuft das ab? In kleinen und engagierten Gruppen. An der Universität Wittenherdecke sind Sie Teil einer Gemeinschaft. Sie studieren in Kleingruppen, Sie lernen im Diskurs und durch Debatte. Sie arbeiten mit vielen Beispielen aus der Praxis und entwickeln selbst Lösungen, zu denen Sie wiederum Feedback empfangen. Wittenherdecke ist keine Massenuniversität. Wir kennen unsere Studierenden persönlich. Und wir haben eine Open-Door-Policy, das heißt, wir sind ansprechbar und kümmern uns. In der Zeit an unserer Universität entwickelt sich ein persönliches Netzwerk, das durch anstrengende Phasen im Studium trägt und auch nach dem Abschluss bestehen bleibt. Dritter Punkt, was bringt es? Mehr Möglichkeit, in die Gesellschaft zu wirken. Die Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft hat sich den Principles for Responsible Management Education verpflichtet. Insofern bereitet der Master in General Management Studierende auch darauf vor, Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen. Wir sehen schon heute, dass sich die großen Fragen der Zukunft nicht einer Fachdisziplin zuordnen werden. Deshalb setzen wir auf Interdisziplinarität und sind davon überzeugt, dass ein nicht konsekutives Masterprogramm in General Management genau die richtige Vorbereitung auf die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte ist. Auch aus unserem Unternehmensnetzwerk hören wir, dass neben Fachspezialisten jetzt verstärkt Querdenker und Grenzgänger zwischen den Disziplinen gebraucht werden. Zum Abschluss, ich freue mich auf engagierte Studierende im Master General Management, auf Studierende, die unsere Fakultät mit ihren verschiedenfachlichen Perspektiven und mit ihrem frischen Blick auf ökonomische Fragestellungen bereichern.